Und da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt leider einige Tage nicht spielen können, aber wenn ich mir so mein Pferd ansehe, war das auch nicht schlimm. Ich bereue meine Entscheidung irgendwie immer noch ein wenig. Ich hätte den Dunklen nehmen sollen, wobei die alle irgendwie so ein bisschen hässlich sind. Ja, ich muss jetzt erst noch mal gucken, wo ich jetzt genau bin und was. Ach so, ja klar. Wo ich hin muss. Ich weiß, dass wir zu den, das war der Zyklop, dass wir zu den Banditen hin müssen. Unentdeckter Ort, unentdeckter Ort. Das ist ein bisschen blöd, finde ich, gemacht. Aber wir werden erstmal unseren Adler, sobald wir können. Ach, da oben steht es ja auch, zum Banditenlager müssen wir, genau. Vorwärts. Unseren Adler aussenden. Ja, ich habe. Oh. Erstmal gucken, wo ich bin. Hilfe. Nee, ich will. Ach so, doch, ich will doch durch. Ach, das kann ich vom Pferd aus machen. Das ist ja cool. Ach, da unten ist der Weg. Ah, Wollen okay. wir mal. Okay, kann man auch springen mit dem Pferd? Nee. Ella. Moment, damit bremse ich. Aber springen kann ich nicht. Das ist schade. Aber das Pferd scheint automatisch zu springen. Gut. Na los, komm. Entschuldigung. Was ich wohl gerne machen würde, ist nochmal den Adler auszusenden. Und ja, ich habe mich jetzt darüber erkundigt. Kann ich auch absteigen? Absteigen. Ah, okay. Ich will nicht aufsitzen. Ich kann ihn gar nicht aussenden. Warum kann ich ihn nicht aussenden? Schade. Ich habe mich erkundigt und ja, es ist doch ein Adler und kein Habicht. Ja, so im Nachhinein habe ich mir das dann zwar auch schon gedacht, aber. Oh, ich habe einen neuen Ort entdeckt. Aber gut. Jetzt muss ich erstmal schauen. Da hinten ist jetzt irgendwas markiert. Das kann natürlich sein. Kann man hier irgendwie schnell. Oh, das ist ja geil. Kann ich so besser kämpfen? Aua, auf jeden Fall kann ich so. Ja. Oh, ich kann vom Pferd aus kämpfen. Ah, das ist cool. Und los. Da ist auch noch kämpfen. Los. Das habe ich nicht gewusst. Das ist wirklich klasse. Da sind sie. Ich werde mich an die Malakas anschleichen. Du wirst dich anschleichen. Okay, dann lass mal dein Pferd am besten hier oben stehen. Hallo? Achso, mit B steige ich ab. Ich muss erstmal gucken hier, was ich wie noch machen kann. Oh. Was ich ein bisschen blöd finde, ich kann ja. Sei still oder ich ziehe die Fesseln ein bisschen enger. Sie wird dem Zyklop mein fettes Lösegeld einbringen. Keiner wird mich zurückkaufen. Die sind alle arm. Sei leise, Phoebe. Was ich sagen wollte, was ich ein bisschen blöd finde. Ach so, jetzt steht's da mit B hocken. Duck dich, damit du schwerer zu sehen bist. Okay, das wollte ich gerade wissen. Hohen Gras wird mich niemand sehen. Der hat dich aber schon gesehen. Eliminieren mit Y, okay? Ich darf den Rest der Malakas nicht entkommen lassen. Okay, jetzt wird's lustig. Ich weiß, welche Tasten. Nein, ich will dich. Nein, nein, tu den weg. Ich will die nicht immer aufheben. Wie werde ich den denn jetzt wieder los? Ah, so, okay. Jetzt kann ich nicht mehr ducken. Hallo. Ich drück doch die. Ach so, einmal kurz drücken, nicht gedrückt halten. Okay. Okay. Da war doch was. Nein, da war nichts. Krass. So, wen haben wir denn dann noch? Ich muss übrigens sagen, ich liebe es, Assassinen zu spielen. Also ich bin unheimlich gerne diejenige, die irgendwo rumschleicht, sich anschleicht und die Leute so niedermetzelt. Dieser Markus ist der Nächste. Der mich jetzt gesehen? Nee, ne? Ist da einer drin? Ah, ich töte den lieber auch nochmal.
Oh, das ist ein Sie. Tut mir leid. Jetzt hole ich Vögel. Ich glaube, es war doch ein Er. Man kann es nicht so richtig erkennen. Nein, Moment, bevor ich dich befreie, muss ich nochmal gucken, was hier drin ist. Haha, ich habe was geplündert. Geht es dir gut? Es war nicht so schlimm. Letztes Mal haben sie mir einen Lumpen in den Mund gesteckt, damit ich nicht beiße. Phoebe, sei vorsichtig. Du bist allein seit... Seit meine Eltern tot sind? Ist schon gut. Ich hab doch dich. Und du hast mich und Markus. Wir sind deine Familie, nicht? Oh, gibt's jetzt einen Rückblick? Oh, bitte. Dafür müsstest du schon stärker sein. Lass dich da! Gib ihm Saures! Hab dich! Weiter! Hoch! Ja, Pater. Spartiaten stehen so schnell wieder auf, wie sie fielen. Den Stab bereit! Das ist doch die Stimme von Brandon Fraser, oder? Beine auseinander. Ein Soldat braucht einen festen Stand. Gut. Gut. Na los! Das reicht jetzt, Nikolaus. Die Sonne geht unter. Zeit fürs Essen, meinst du nicht? Was gibt's heute Abend? Heute Abend essen wir den kleinen Alexios. Was das für ein Festmahl wird. Nein, nicht ihn. Nimm mich stattdessen. Ich schmeck besser. Ja, ja, du bist so süß wie Honig. Und jetzt komm rein. Das Lamm wird schon schwarz. Hier, leg ihn in sein Bett. Ja, Pater. Cassandra. Du. Du bist mein größter Stolz. Vergiss das nicht. Du wirst dieser Familie Ruhm bringen. Los. Stimmt. Du sorgst dich zu viel. Und du dich nicht genug. Alles wird gut, wenn wir aufeinander aufpassen. Da fällt mir ein. Die Schläger sagten, du sollst aufpassen. Was sagten sie? Dass der Zyklop ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt hat. Talos die Steinfaust will deinen Tod. Talos der Söldner? Uff. Bleibt mir denn gar nichts erspart. Du solltest ihm besser zuvorkommen. Man sagt, er sei ziemlich brutal. Ich finde allein zurück nach Hause. Danke, Cassandra. Kein Thema. Steinfaust? Genau das hat mir heute noch gefehlt. Eine gebrochene Nase. Darum werde ich mich wohl kümmern müssen. Okay, du wirst gejagt. Kopfgeldjäger, rot angezeigt wie Talos, sind feindliche Söldner, die Jagd auf dich machen, solange ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist. Normalerweise kannst du den Stifter eines Kopfgeldes einfach ausbezahlen, aber der Zyklop lässt sich nicht ausbezahlen. Das ist nicht gut. Öffne das Söldnermenü. Wenn du mir jetzt endlich mal sagst, was das für eine Taste ist. Ah, okay, das ist die Starttaste. Rang 9. Wer ist jetzt Rang 9? Ich denke, ich komme mit rechts. Achso, Moment. Söldner. Im Söldnermenü kannst du deine Position, die Rangbelohnung sowie den Status und die Stärken und Schwächen aller bekannten Söldner und Kopfgeldjäger überprüfen. Achso, die Söldner sind mit weiß gekennzeichnet, die Kopfgeldjäger mit rot. Da Talos einen höheren Rang hat, solltest du ihn meiden, bis du eine höhere Stufe erreicht hast und stark genug bist, gegen ihn zu kämpfen. Na toll, ich habe gedacht, dass ich ihn jetzt niedermetzeln kann, so mit so Y mal eben drücken. War dann wohl nix. Nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte die Söldner durchschalten. Rang 8, Rang 7.
Ach du Scheiße. Wie viele sind das? Oh mein Gott. Und ich? Ich habe Rang 1 oder was? Will der mich veräppeln? Ich soll das doch schon länger eigentlich. Hallo? Nein? Ich wollte eigentlich wieder rausgehen. So, der Kampf mit Talos. Ich denke, das soll ich vermeiden, mit Talos zu kämpfen. Ich weiß auch gar nicht, warum der Adler jetzt gerade am Fliegen ist. Aber anscheinend habe ich eine falsche Taste gedrückt. Aber wir nutzen das jetzt einfach mal aus, um hier den Ort so ein bisschen zu erkundschaften. Das ist das Häuschen, wo wir, glaube ich, eben waren. Wieso soll ich die rufen? Nö, der macht nichts. Okay. Da hinten, das sieht... Ah, Moment. Der ist wohl mehr da hinten. Hinter dem Hügel oder so. Da flattern wir doch jetzt mal hin. Aber der bewegt sich. Das ist natürlich blöd. Er sucht mich. Kann das sein? So. Vielleicht können wir ihn ja markieren. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ah, ich denke mal, er ist Richtung Fragezeichen. Strand von Kitimene. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Das sieht gut aus. Markierung. Nein, nein, nein. Markierung setzen. Zack. Ja, hat nicht ganz geklappt. Okay, ich dachte, ich könnte ihn jetzt markieren und nicht den... Ich wollte keine Runde drehen. Aber das ist schön, wie du fliegst. Ach so, ich muss mit der... Ach! Okay, jetzt habe ich es verstanden. Mit der einen Taste drehe ich mich, mit der anderen ändere ich die... Dings. Ja. Die Optik. Die Kameraperspektive. So. Was haben wir denn da oben? Ui. Da ist ein Adlerzeichen. Ist das eventuell das Zeichen für das Nest? Es gab doch mal bei den Assassinen immer diesen höchsten Punkt, von dem man gucken soll. Aber der zeigt jetzt hier nicht wirklich was Neues. Okay, kann ich wieder zurück? Ja, ich kann zurück, okay. So, wo ist denn überhaupt mein Pferd? Das habe ich oben gelassen, ne? Oh, bist du mein Adler? Na, du bist kein Adler. Ihr seid gar kein Adler. Geht weg von mir. Wo ist mein Pferd? Das habe ich doch hier oben hingestellt. Hallo? Pferdchen? Wo bist du? Pferd? Hallo? Kann ich dich rufen? Irgendwie? Nein, das war der Adler. Den wollte ich nicht. Pfeifen kann ich. Aber das Pferd reagiert nicht drauf. Das war doch hier oben. Das habe ich doch hier... stehen gelassen. Und bin dann dahin. Nein! Och Mann, ich drücke hier die ganze Zeit die falsche Taste. Wollt ihr mich verarschen? Ist mein Pferd jetzt weg? Komm zu mir, Pferdchen. Ich habe das doch extra auf der Anhöhe stehen gelassen. Ich bin doch nicht ganz blöd. Gut, also das lasse ich mal einfach so stehen. Aber ich habe das Pferd wirklich auf der Anhöhe stehen gelassen. Ich habe sogar den Videobeweis dafür. Und wo ist es jetzt hin? Hallo? Pferd? Muss ich jetzt wieder zu Fuß laufen, weil ich dich verloren habe? Ah. Oh. Da wollte ich nicht runter. Also soweit war das auch definitiv nicht entfernt. Das ist jetzt Mist. Das ist jetzt wirklich Mist. Hm. Da oben wollten wir aber auf jeden Fall mal hin. Mal schauen, was das da auf sich hat. Weil ich kenne das nur mit dem höchsten Punkt. Und ich meine, das wäre auch irgendwie durch so einen Adler oder so gekennzeichnet. Es kann natürlich jetzt sein, wenn es jetzt ganz dumm läuft, dass... gehört das hier jemand? Steht hier so einfach rum? Okay.
Okay, kann man nicht kaputt machen, so wie es aussieht. Ja, was ich sagen wollte, ich kenne das nur mit dem Adler, dass man da hochklettern kann und irgendwie die Gegend erkundschaften kann, wenn das der Adler gewesen ist. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Oh, wir sind gar nicht da, wo wir hin wollten, sehe ich gerade. Na toll. Was mich jetzt aber wirklich aufregt, ist, dass dieses blöde Pferd weg ist. Dieser dämliche Gaul. Und ich beleidige selten und sehr ungern nur Pferde. Hier müssen wir ein Rätsel finden. Hier können aber auch nichts... Das kann man stehlen. Okay, ja, das möchte ich nicht. Ja, los. Geh weiter. Das mit dem Springen müssen wir noch ein bisschen üben, ne? Aber das mit den Klettern, das ist doch schon perfekt hier. Du bist eine wahre Assassine, Cassandra. Kommst du da hoch? Ich weiß nicht, was die macht. Ich drücke eigentlich nur nach oben und springen, aber ist in Ordnung. Hauptsache, wir kommen hier irgendwie hoch. Wo ist die Statue hin? Ist sie jetzt noch weiter da oben? Die Statue ist weg. Sie ist abgehauen. Aber ich finde das schon irgendwie krass. Ich habe keine Ahnung, wo ich klettern kann, aber ich kann eigentlich im Prinzip überall klettern. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Ich habe auch die Statue wieder gefunden. Ah, Zeus Blitz Ort synchronisieren. Okay. Muss ich denn hin? Auf den Kopf oder was? Muss ich dem jetzt zwischen den Beinen rumklettern? Ich fürchte irgendwie ja. Ja, Cassandra, dann tu mal was für dein Geld. Wir sind uns ja für nichts zu schade. Oder wie war das nochmal? Ich sollte da besser nicht drauf klettern. Ah, jetzt will sie nicht mehr. Jetzt hat sie die Hosen voll. Aber sie hat schon verstanden, was ich meinte. Ja, ja, Cassandra. Du bist genauso versaut wie ich. Nicht runterfallen. Hörst du? Nicht runterfallen. Wir müssen da hoch. Ich denke zumindest, dass wir da... Oh. Hallo? Schön festhalten, Cassandra. Ja? Schaffst du das? Wow. Das nenne ich mal einen ganz tollen Überblick. Gibt es hier eigentlich irgendwie eine Möglichkeit? Das wäre mal ein richtig tolles Bild. Gibt es hier irgendeine Möglichkeit, das Interface auszuschalten? Tut mir leid, wenn ich das jetzt mal eben ausprobieren muss. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe eine Herzfrequenz. Nee, das ist die FPS. Das ist keine Herzfrequenz. F3 ist der Fotomodus. Cool. Da machen wir doch direkt mal ein Foto. Das ist ja geil. Komme ich hier auch wieder raus? Ja, okay. F3. So, die anderen, die bringen mir so gar nichts. Oh, ich habe einen Screenshot gespeichert. Gut, das wollte ich jetzt nicht. Ups, jetzt schmeiße ich ja auch noch mein Mikrofon runter. Also, F3 ist der Fotomodus. Das habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, damit ich beim nächsten Mal, ja, das noch weiß. Nein, nein, nicht springen, nicht springen. Yes. Da soll noch mal einer sagen, wir sind keine Assassine. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber die Ruinen sahen eben so einladend aus. Ich darf ja noch nicht zu diesen Thanos oder wie der hieß gehen. So, springen wir einfach da runter mit dem Kopf voran. Wird schon nichts passieren, oder? Bist doch eine Assassine. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich finde diesen Ausblick so schön. Also nicht den zwischen... Sag mal, Cassandra? Da sagen wir jetzt mal nichts zu. Wie komme ich denn jetzt hier runter, ohne zu sterben? Ja, das hat mir keiner bei meiner Ausbildung gesagt. Ja, komm. Nein! Ich wusste es! Scheiße! Oh! 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 Ich bin aber nicht gestorben. Jetzt bin ich ein kleines bisschen stolz auf mich.
dass ich nicht gestorben bin. Ich sehe aber jetzt leicht beschädigt aus irgendwie. Das gefällt mir jetzt so gar nicht. Da mache ich jetzt mal kurz ein Foto von. Ich weiß, ich nerv euch jetzt gerade. War auch mein letztes. Das ist irgendwie krass. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das jetzt mit der Zeit wieder weggeht oder ob ich mich jetzt irgendwie heilen muss oder so. Blöd ist jetzt auch, dass ich nicht weiß, wie ich jetzt hier runterkomme. Nee, damit ist sie mich angreifen. Die kann ja nicht einfach so da runterspringen. Also kann sie theoretisch schon. Hat sie jetzt auch gemacht, aber das sollte sie ja eigentlich nicht. Ja, und sie möchte es auch nicht so wirklich. Lauf, Cassandra, lauf! Beziehungsweise springen. Du sollst runterspringen. Ah! Genau. So habe ich das eben auch von dir erwartet. Genau. Was sind wir denn hier? Hier haben wir noch ein Ziel. Aua. Das war mein Kopf. So, da unten haben wir ein Dorf. Ist das das Dorf, wo wir schon gewesen sind? Ich glaube nicht, oder? Da hinten die Ruinen. Das sind aber, meine ich, nicht die Ruinen, wo ich hin wollte, oder? Spring bloß nicht so runter. So, das ist das Weingut hier. Ich soll ja eigentlich einen Händler in Sami, soll ich Schulden eintragen? Nee, ich wollte eigentlich... Diesmal wollte ich den Adler rausschicken. Irgendwann merke ich mir das nochmal, welche Tasten man dafür drücken muss. Da hinten ist ein Zielort, aber das sind, glaube ich, die Banditen, die ich vorhin... Ach, die untere Taste, okay. Die ich vorhin erledigt hatte, oder? Das ist so ein Tal gewesen. Obwohl, das wäre ein bisschen weit weg. Da oben ist auch nochmal so ein Adler zum Synchronisieren. Also wäre das eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn wir uns dahin begeben. Nein, nein. Du sollst beschleunigen, nicht runterfallen. Hallo? Also auch im beschleunigten Modus ist er irgendwie doch ziemlich langsam, muss ich sagen. Also, da werden wir auf jeden Fall nochmal hochklettern. Und... Nee, das waren aber nicht die Banditen hier unten. Da ist noch ein Fragezeichen. Ich nehme mal stark an, dass das unser Ziel ist. Davos. Davos, Zivilist. Ich soll aber das Geld von einem Sami reinholen. Okay. Also wir gehen einfach mal... Oh, das sah jetzt krass aus gerade. Wir gehen jetzt einfach mal dahin. Unser Pferd haben wir ja leider auch nicht mehr. So, in die Richtung. Wie komme ich jetzt hier runter? Stell dich nicht so an, du willst es ja nicht. Nein, nein, halt dich bloß nicht fest. Ah, die Wunde ist übrigens schon so gut wie weg. Weg, genau. Das ist so wie fertig und weg. Einfach weg. So, ich möchte bitte ein Pferd haben. Ich habe meins nämlich leider verloren. Warum, wieso, weshalb, weiß ich bis heute immer noch nicht. Sollte doch eigentlich nur da stehen bleiben. Oh, wer bist du denn?